Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe immer noch hier meinen Geschwindigkeitstrank, wie ihr seht. Und ich habe ja letztes Mal versprochen, dass ich mich mit diesem Schattenkrieger anlegen werde. Genau, das habe ich vor. Problem ist nur, hier kommen ein paar Skelette. Was? Und offensichtlich brauche ich Mana. Ganz viel davon. Oh, da ist der nächste. Okay. Nicht so gut, gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh mein Gott, hauen die rein. Nipp, 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 nipp. Ich schluck mal eben Mana. Hätte ich gerne einen Eisblock, falls er mich verfolgt. Und ja, das tut er. Kann ich ihm denn physisch Schaden zufügen? Ist ungefähr so stark wie ein Suchender. So wie es aussieht. Das heißt, mein Mittel der Wahl hier sind tatsächlich Zaubersprüche. 400 Erfahrungspunkte. Und er hat nur ein Skelett dabei und in zwei Händen. Knochen eines Skelettes, sorry, kein Skelett. Ein Knochen eines Skelettes und zwei Händen. Huiuiui, mir fehlen gerade 50 Mana. Die fülle ich mal eben auf. Und ansonsten, komm hier, aufräumen. Was soll der Scheiß? Uns gerade, vergiss es. Gott, so viele Beeren. Was mache ich denn mit denen? Ich müsste die mal alle essen irgendwann. Wenn es nicht so ewig dauern würde, ne? Gut, jetzt brauche ich noch 90 Lebenspunkte. Machen wir das mal so. Vier davon. Dann brauche ich noch 70 Lebenspunkte. Und dann kann ich nämlich den hier trinken. Ohne Verschwendung. Und da hat dann auch leider schon der Geschwindigkeitstrank nachgelassen. Schade. Aber immerhin weiß ich, mit diesen Schattenkriegern komme ich zurecht. Zumindest mit einem. Mit Zaubern jedenfalls. Na komm, das bisschen kriege ich hin. So viel Schaden mache ich ihm dann doch noch. Siehst du? Wieder ein Zweihänder, wieder ein Knochen eines Skelettes. Und was gibt es hier? Eine Schatulle, einen groben Zweihänder, einen goldenen Kerzenständer, eine goldene Schale. Goldene Schale, ein grobes Breitschwert. Noch ein grobes Breitschwert. Das sieht mir aus wie so ein Grab. Das ist ein Grab, offensichtlich, klar. Noch ein Breitschwert. Nichts zu holen. Und was haben wir hier? Die Drachenschneide. Jetzt fürchte ich nur, das könnte eine Falle sein. Nö, ging gut. Okay. Nochmal zwei goldene Kelche und einen Lederbeutel. Wahrscheinlich mit Unmengen an Geld drin, so wie es aussieht. So dick wie der ist. Schauen wir doch mal. Was haben wir hier? Ich hatte doch hier irgendwo schon mal einen Beutel. Habe ich gesehen im Inventar. Roter Tränenpfeffer, Apfeltabak, Lederbeutel, 100 Münzen. Okay. Ja, die nehme ich doch gerne. Interessant fände ich jetzt natürlich die Frage, die Drachenschneide. Wie gut ist die denn? Hui, 160 Stärke, 190 Schaden. Das ist natürlich schon geil. Das ist definitiv gut. Das würde mich sogar beinahe überzeugen, wenn ich nicht so unendlich viel mehr Stärke bräuchte. Wie schaffe ich das? Wie kriege ich das hin, hier meine Stärke so weit zu erhöhen? Ich könnte natürlich hergehen wie bei Mana und sagen, dass ich hier zum Beispiel diese Tafeln erst lese. Das kann ich nicht lesen. Ne? So viel dazu. Und die Äpfel erst esse, wenn ich 5 Lernpunkte pro Stärkepunkt ausgeben muss. Tja, andererseits ist Mana eigentlich schon wichtiger so als Magier. Schade. Schade, schade, schade. Ich werde also wahrscheinlich, obwohl ich Kampfmagier bin, diese Waffe niemals benutzen in diesem Spiel. Sehr schade. Hätte ich gerne getan. Es sei denn natürlich, ich finde irgendwelche Gegenstände. Ah, Moment. Ich hab doch. Hab ich nicht das Ding der Krieger oder so? Ah, das habe ich wieder verkauft, gell? Ich Idiot, das habe ich wieder verkauft. Nee, Schutz der Waffen war's. Gibt's nicht so ein Set, das mir Stärke gibt? Ich dachte. Wobei, welches soll das sein? Die Priester geben Lebensenergie? Nee. Priester geben Mana. Priester geben Mana, Krieger geben Schutz vor Waffen und da gab es noch Heiler. Ich glaube, die geben Lebensenergie. Zu Stärke gibt es leider nichts. Schade.
Frankos Amulett gibt, das ein bisschen Stärke gibt. Ja, aber sonst. Und wie ich fürchtete, die Suchenden hier sind tot. Das heißt, insbesondere die Erfahrung ist weg. Naja, das waren 4, das sind 1200 Erfahrungspunkte. Das habe ich auf jeden Fall wieder reingeholt. Dadurch, dass ich die Klaue Belias weggebracht habe. Aber ich hätte natürlich beides haben können. Ah, guck mal, Dragomirs Armbrust. Wer sagt's denn? Der meinte diesen Steinkreis im Norden. Na klar. Nicht den anderen, wo ich schon war, wo sie nicht lag. Hey, du. Warte mal. Nix da. Ich will erstmal hier die ganzen Dinge sammeln. Ist mir doch egal. Und was, wer liegt denn da? Mit Äpfeln immerhin. Dankeschön. Und, genau, ich werde jetzt die Äpfel aufheben. Wird es wahrscheinlich trotzdem nicht ausreichen, um die Stärke auf 160 zu kriegen, aber ich guck mal. Generell ist ja auch gar keine blöde Idee, die Stärke möglichst hoch zu leveln, da ich ja Kampfmagier sein will, der auch kämpft. So. Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Okay, bei dir kann ich es nicht triggern. Ich habe alles erledigt, genau. Glaubst du, ihr werdet das Auge wieder hinkriegen? Schwer zu sagen. Warten wir es ab. Okay. Dann leg mal los, Vatras. Wie steht's ums Auge Innos? Denke daran. Nur ein... Und vergiss nicht das Auge... Du, wir sind hier und ich hab's dabei. Los geht's. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn 3 Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die 3 Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht. Doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Das war's? Nein, das war's nicht. Ach je, Leute, macht mal. Ich suche mich immer ein bisschen. Ich schaue mich immer ein bisschen um, ne? Was hier so alles gibt. Aber hier vorne war ich ja eigentlich schon. Vielleicht gibt's da hinten noch irgendwelche Pflänzchen oder so. Ich lass die mal machen. Die wissen bestimmt schon, was sie tun. Ja, ja, die kriegen das hin. Da habe ich Vertrauen. Das schaffen die. Interessant wäre für mich eher, wie lange brauchen sie? Das heißt, wie lange kann ich mir hier Zeit lassen, um nützliche kleine Pflänzchen zu suchen? Oder irgendwelche Gegner? Bei Gegner würde ich hier wahrscheinlich nicht treffen. Die hätte ich hier schon gefunden. Ui, und wie es ruckelt. Grafische Effekte und so. Ich sollte mir vielleicht echt mal einen besseren Computer zulegen. Aber gut, das ist eigentlich kein Thema für hier. Joa. Gibt es hier vielleicht eine Höhle? Sieht so verwinkelt aus. Nein, schade. Kann ich da hoch? Nö. Könnte ich da laut Karte vielleicht oben irgendwas kriegen? Nee, hier ist der Rand der Welt. Schade. Zumindest glaube ich das. Aber hier könnte ich doch hoch, oder? Guck mal einer an. Ha, ich bin doch nicht blind. Okay, hier gibt es aber scheinbar nichts. Vielleicht gibt es da oben was. Oha. Ohne Scheiß, da kann man hoch. Mein Gott. Was entging mir hier all die Jahre? Liegt hier wenigstens irgendwas? Oder ist hier irgendwas Tolles? Was Praktisches? Was Nützliches? Oder ist das nur
Tja, ich weiß auch nicht. Nee, so wie es aussieht, soll man hier nicht hin können. Das sieht mir dann eher nach einem Abgrund aus. Schade. Ich habe das Ende der Welt erreicht. Ah, guck mal hier. Jetzt bin ich wieder da. Interessant. Ich kann da also auch rüber über den Troll. Ach, da unten steht er. Nee, lass mal. Lass mal. Das muss jetzt echt nicht sein. Ich guck mal, dass ich hier wieder zurückkomme. Schade. Also ich muss ja sagen, da hätte ich mir ja schon was erhofft, dass es hier was gibt, wenn man da schon hoch kann. Oder dass die Entwickler zumindest mal geguckt hätten, wo man da überall hoch kann. Weil, können wir ja nicht sagen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich der Einzige bin, der so verrückt ist, zu versuchen, hier hochzuklettern. Jetzt muss ich bloß noch finden, wo ich hier hochkam. Damit ich da nicht runterfalle. Sag mal, ich stand schon... Na, das war vielleicht nicht so gut. Okay, das war gut. Das war sogar ziemlich gut. Hier bin ich nämlich richtig. Hui, das war knapp. Oh Gott, die sind immer noch beschäftigt. Was tun die denn? Kommt schon, ihr seid fertig, oder? Erzähl mir nichts. Genau. Es ist vollbracht. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Warte mal. Danke für deine Hilfe, das Auge Innos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Deine größte Aufgabe liegt noch vor dir. Sprich mit Pyroka. Er wird dir alles Weitere erklären. Ich hoffe, ich sehe dich heil wieder, mein Sohn. Ihr habt es geschafft. Das Auge Innos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Ja, Meister. Du hast mehrfach bewiesen, dass du bereit für den Hohen Orden der Feuermagier bist. Mit dem heutigen Tage bist du ein Mitglied des Rates und wirst unseren Orden in der Welt vertreten. Du bist nun Hoher Feuermagier. Trage die hohe Robe mit Würde und bringe dem Orden Ehre und Wohlstand, mein Bruder. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Okay, erstmal hier Bestandsaufnahme. Ich habe ein Amulett der Priester, das 10 Mana gibt. Ich könnte stattdessen das Auge Innos anziehen. Hui! Schutz vor Drachenfeuer 85. Wenn ich es ausziehe, 55. Okay, das bringt also Schutz vor allem so ein bisschen. Aber ich habe dann nur noch 91 Mana. Schade. Das ist also leider derzeit keine wirkliche Option. Es sei denn natürlich, ich mache das so, dass ich das so tue. Aber selbst dann habe ich nur 91 Mana. Selbst das funktioniert also derzeit nicht. Ich bin also darauf angewiesen, das Amulett der Priester nach wie vor zu tragen. So, ich habe hier die... bringt mir die Schärpe des Feuers denn was gemeinsam?
100, 100, 50, 50, 110, 110, ja, okay. Die funktioniert auch mit der hohen Rube gemeinsam. Und die schwere Feuerrube hat 100, 100, 50, 50. Die alte Rube hatte 40, 40, 20, 20. Das heißt, ich habe hier schon deutlich mehr Rüstungsschutz jetzt als vorher. Finde ich gut. Ich werde mal eben hier einen Blick Drachenjagd, genau, ins Tagebuch werfen. Die suchenden Gold für Brutus Dragomirs Armbrust. Sehr schön, die werde ich jetzt mal erledigen können. Endlich. Dann vielleicht auch das, wenn ich hier Richtung Minental gehe. Drachenjagd. Ich bin bereit, den Drachen gegenüberzutreten. Das Auge Inners wird mir helfen, sie zu zwingen. Ich darf nur nicht vergessen, es zu tragen, wenn ich in den Kampf gegen die Biester ziehe. Erst muss ich sprechen. Das Dumme ist, dass das Auge mit einem von ihnen seiner Kraft verliert. Ich benötige das Herz des Drachen und eine leere Laborflasche. Genau, genau, genau. Das heißt nichts anderes, als dass, wenn ich mit einem Drachen angefangen habe, ich diesen auch besiegen muss, bevor ich dem nächsten gegenübertreten kann. Aber gut, ich glaube, damit komme ich zurecht. So, ich weiß, hier gibt es noch einen Weg nach unten. Den möchte ich mal eben nehmen, denn es gibt hier noch zwei Kleinigkeiten, die ich gerne erledigen würde. Das eine ist Dragomirs Armbrust. Allerdings komme ich da wahrscheinlich schneller hin, wenn ich mich einfach zur Taverne oder zum Kloster teleportiere. Aber das andere ist hier ganz in der Nähe, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. So, erstmal gibt es hier eine Höhle. Ja, haha! Und wie hier eine Höhle ist, guck mal. Und wie hier eine Höhle ist mit Minecrawlern. Sehr schön. Kann ich gleich ein bisschen trainieren. Da ist nichts zu holen. Käse, rohes Fleisch, Schinken. Ich will das Schwert. Nicht das Fleisch. Ein rostiges Schwert. Naja, okay, nicht so gut. Oh, Skelette. Ups. Okay, wisst ihr was? Ist mir gerade ein bisschen zu blöd. Ich komme hier mal anders her. Ist jetzt auch nicht das, was ich tun wollte. Komm. Egal, vergiss die Pflanzen. Das ist nicht das, was ich tun wollte. Das, was ich tun wollte, ist woanders. Ach genau, hier waren die Waage. Ich schätze mal, mit denen würde ich mittlerweile zurechtkommen, aber die Folge ist bald zu Ende und ich möchte es nicht weiter herauszögern. Ich möchte was anderes versuchen. Okay, ich fürchte, ich habe hier keine andere Wahl. Tschüss, ihr Deppen! Ach, verdammt. Na, komm her. Nein, den anderen! Okay, vergiss es. Ich habe keine Chance gegen zwei Waage. Immer noch nicht. Mann! Trotz fetter Rüstung. Das ist ärgerlich. Sag mal, nein! Ich verbiete dir, mich zu töten. Ich sagte, ich verbiete dir, mich zu töten. Welchen Teil davon hast du nicht verstanden? Alter, geh weg! Geh weg! Geh weg! Mann! Wie viele Lebenspunkte habe ich noch? 5! Jetzt keinen Gegner in die Falle laufen, bitte. Oh mein Gott, war das knapp! Hier mal schnell Zeug vernichten. So, 70 von 445, 75. Oh mein Gott. 145, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, ich brauche jetzt genau 300. Mach genau die 6, die ich hier habe. 2, 3, 4 und ein 100er. Dann kann ich da genauer steuern. Außerdem brauche ich 100 Mana. Trinke ich 2 kleine. Das Schöne ist jetzt, immerhin sind die Waage so weit geschwächt, dass ich sie wahrscheinlich umlegen könnte. Ein Suchender. Nee, will ich doch gar nicht. Ich will was ganz anderes, Leute. Ich will nämlich gar nicht mit Gegnern anlegen. Geh weg. Ich will hier nichts töten. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz was erledigen. Und zwar ist doch hier diese eine Höhle mit diesem verrosteten, schwergängigen... Ne? Ihr wisst, was ich meine. War die denn? Die war doch hier irgendwo.
Hier war es, glaube ich. Ja, genau hier. Kein Eisblock. Ich wollte gerade das heilige Licht anzünden, aber das habe ich erstens nicht ausgewählt. Kostet zweitens Mana. Ich nehme einfach eine Fackel. Funktioniert genauso gut. Das hier. Ich habe doch mittlerweile Mole-Rat-Fett. Guck mal, 400 Erfahrung. Jetzt ist es offen. Was gibt es hier? Okay, okay, okay. Wacholder, Wacholder, Wacholder. Das sieht mir aus wie eine Schnapsbrennerei, hä? So mit ganz viel Schnaps und so. Den ganzen Wacholder hier und den ganzen Alchemietischen mit den Destilliergeräten. So viel Wacholder. Mhm. Interessant. Ich tippe auf Schwarzbrennerei, jawohl. Eine verschlossene Truhe. Einmal rechts. Aber ich will hier keine... Zweimal rechts. Ups. Zweimal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Pech, 350 Gold. Ist mir das 2-3-Dietriche wert? Ich glaube ja. Was haben wir hier? Pfeile Gold. Ich würde halt gerne einen Hinweis finden, wem das hier gehört. Der Geist des Weines. Ah ja, das könnte ein Hinweis sein. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts mehr. Oder kann ich am Alchemietisch irgendwas tun? Jetzt gerade. Wenn ich schon mal hier bin. Sieht nicht so aus. Ich könnte vielleicht eine neue Tabaksorte machen. Grüne Novize. Ich kann eine grüne Novize machen. Nee, lass mal. Brauche ich nicht mehr. Ich werde hier noch, bevor ich die Folge beende, hier schnell einen Blick reinwerfen. Problem ist nur, die sehen alle gleich aus. Deswegen brauche ich hier kurz, bis ich den richtigen finde. Na, wo ist es denn? Hä? Rezept? Nee, Notiz, Nachricht. Oh, das ist ein Buch? Tagebuch? Nee. Hä? Wo ist denn der Geist des Weines? Bin ich jetzt blöd? Das habe ich doch an mich genommen. Ich guck mal eben. Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn das? Das gibt's doch nicht. Das war doch ein Zettel oder so. Ohne Scheiß, das war doch ein Zettel. Und eine Spruchrolle wird es nicht gewesen sein, nehme ich an. Wäre auch irgendwie Unsinn. Hier im Sumpf, Banditenlager von Tuno, Geistesveränderung. Ist es die Nachricht? Nee, ist es von Dexter? Gift der Blutfliegen hatte ich schon. Tagebuch von Cornelius. Da war ein Fisch. Der alte Brief war unten in der Krypta. Jetzt hier das Abschiedsbrief war es sicher nicht. Steckbrief war es nicht. Befehle waren es nicht. Hä? Ach da, das Buch, natürlich. Ich dachte, das wäre der seltsame Band gewesen von Sekubs Hof. Okay. Soweit so gut. Ich kann aber immer noch die Gedanken verdrängen hier in meiner geheimen Schnapsbrennerei. Ah, siehste, die geheime Schnapsbrennerei. Sie haben Verdacht geschöpft. Werde meine Arbeit erst wieder aufnehmen, wenn ich mir sicher sein kann, dass sie mir nicht mehr folgen. Frucht aus Übersee geliefert. Wenn mich die Miliz entdeckt. Barriere geworfen. Leider kein richtiger Hinweis darauf, wem das hier gehört. Schade. Schade, schade, schade. Aber immerhin, ich war hier drin und vielleicht kann ich ja irgendwen darauf mal ansprechen. Irgendwen, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Gut, also nochmal kurz schauen, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt wird sein, ins Minental zu gehen. Und für ins Minental würde ich sagen, werde ich... Ne, genau, zu Dragomir ist der nächste Schritt erstmal. Um das Ganze hier
zu vollenden. Aber warte mal, ich habe ja noch eine Kleinigkeit, die ich vorher schnell machen kann. Ich weiß, die Folge ist schon wieder viel zu lang, aber das mache ich noch eben schnell. Das schiebe ich schon seit viel zu lange vor mir her. Hey! Hier ist dein Aquamarinring. Da hast du ja nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, du hättest ihn verloren. Warum hatte ich dann Glück? Wegen der verschwundenen Leute. Ich habe einige vermisste Leute retten können. Ich hab gewusst, dass du es schaffen würdest. Dann kann ich mich jetzt ja endlich um meinen eigenen Kram kümmern. Gut, das wäre erledigt. Und wieder zurück zur Taverne. Und damit ich es nicht vergesse, werde ich mich hier noch grob Richtung Dragomir orientieren. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich Dragomir seine Armbrust zurückgebe. Vielen Dank fürs Zuschauen und danach werde ich auf Drachenjagd gehen. Und bis dahin, auf Wiedersehen.